Herr Müller, Freiwillige Feuerwehr Nöpfingen. Wolfgang Müller, Uli Müller. Karl-Heinz Müller, Feuerwehr Nöpfingen. Ralf Müller, Marc Müller. Timo Müller, Feuerwehr Nöpfingen. Marc Müller, jüngste Generation der Nürtinger Feuerwehrfamilie. Marc ist Elektriker. Wie begann denn die Karriere als Feuerwehrmann? Mit den Spielzeugautos auf jeden Fall, ja. ja. Und dann? Ja, und dann bin ich zur Jugendfeuerwehr gekommen. Und ja, jetzt spiele ich mit den großen Autos. Oh, zum Mittagalarm. Super. Marks Vater, Uli Müller. Einsatz, sagst du vorne Bescheid? Wolfgang, sein Onkel. Einsatz. Okay. Jetzt auf dem schnellsten Weg zur Feuerwehr. Dies ist eine Übung, aber nicht nur. Sie proben den Ernstfall. Uli ist der Schnellste. Er arbeitet in der Feuerwache. Gleich Lesingen von Nottingen 100 kommen. Nottingen 100, die geht zur Hilfeleistung 3, Bäberstraße, den dortigen Bauhof verkehren und bald wieder eingeklemmt und von uns kommen. Da war jetzt gerade Rechtsabbieger eigentlich angezeigt, ja. Oder? Aber? Aber ich habe mir die Freiheit rausgenommen, jetzt einfach links abzubiegen, weil es einfach schneller geht. Jetzt ist es ja ein Übungseinsatz. Trotzdem macht man das so wie im Ernst. Warum? Ja, man guckt halt, dass man am schnellsten Weg zum Feuerwehrgeräte auskommt. Oh, Fahrstuhl. Wie im richtigen Leben. Da war gerade ein Stoppschild. Das habe ich auch übersehen. Bewusst übersehen? Bewusst übersehen. Ist keiner gekommen, war frei. Ist kein Problem. Aber Fahrschule davor ist natürlich das Schlimmste, was einem fast passiert. Ja, das ist ein Albtraum. Und jetzt kommt der Nächste. Und wenn dann was passiert auf der Fahrt? Da darf nichts passieren. Selber schuld dann? Selber schuld. Also man darf sich kleine Freiheiten rausnehmen. Bei einer roten Ampel bleibe ich auch stehen, aber jetzt ein Stoppschild sehe ich jetzt nicht so tragisch. Und solange nichts passiert, ist auch okay. Schon mal schnell gehen, Müller, oder? Ja, wir wollen in 3 Minuten spätestens draußen sein. 3 Minuten. Wer von der Arbeit weg kann, der lässt sie liegen und rennt. Für den Chef gibt es Entschädigung. Für die Retter zählt nur eins. Draußen warten Menschen auf ihre Hilfe. Die Zeit drängt. Wolfgang Müller ist da. Marc und Karl-Heinz Müller, sein Onkel, fahren auf demselben Auto. Ein Löschfahrzeug mit Tank für den schnellen ersten Einsatz. Fertig! Rolf Binder, der Kommandant. Florian Leitsche Lesslingen von Florian Nottingen 1-3 kommen. Florian Leitsche Lesslingen kommen. Da frage ich die Anzahl der Verletzte bzw. eingeklemmten Personen bekannt. Kommen. Ein Autounfall. Wie ist die Lage? Was erwartet die Frauen und Männer der Feuerwehr? Ja, Nürtingen 1-3 verstanden. Weberstraße 3, dort PKW mit Radlader kollidiert. Kommen. Ein Schwerverletzter, ein anderer leicht, das wissen Sie. Dann ein Gefahrguttransporter mit Tanks. Lage noch unklar. Muss warten. Aber der PKW brennt. Ihre Aufgabe ist löschen. Angriffstrupp vor. Und Wassermarsch. Also so schnell wie möglich das Feuer auszubringen.
damit nicht auf Bezieleitung oder sonstige Sachen übergreift und der verletzte oder die eingeklemmte Person keine Dämpfe auszieht. Das ist ganz wichtig, dass er keine giftige Gase einatmen kann. Klemmen Sie die Batterie ab, dass die Elektrik im Fahrzeug weg ist und dass auch keine Gefahrstoffe mehr angeschlossen sind im Auto. Das könnte sich aber entzünden möglicherweise, oder wie sieht das aus? Die Batterie könnte explodieren, ja. Mit 14 hat man damals die Feuerwehr kennen und man hat sich richtig darauf gefreut, dass man endlich 14 ist, dass man zur Wehr kommen kann. Und dann halt die Technik, die rote Feuerwehrauto hat uns als Kinder schon fasziniert. Das ist auch heutzutage noch, die Kinder, wenn die Feuerwehr sehen, da sind die hellauf begeistert, man vergesse die alles andere. Wenn's Wasser schon drin ist, Kindertraum und Männerspielzeug. Das Feuerwehrauto. Ein Oldtimer, Baujahr 58. Walter Müller hat ihn gefahren. Viele Jahre lang. Ungezählte Einsätze. Will der nehmen? Immer zuverlässig. Der hat mich noch nie verlassen. Noch gar nie. Blinkanlage. Das ist zum Alarm. Ja, und trotz Alarm muss man aufpassen, dass du hast wohl Vorfahrtsrecht, aber trotzdem musst du aufpassen, dass nichts passiert. Weil sonst bist du auch noch mit dran. Durch das, dass man immer bei der Feuerwehr in Einsatz ist, dann sind die Kinder hinten das Zeher. Und okay, na, die, ja. Durch die Ausflüge, durch die Altersfeuerwehr oder die alte Feuerwehr. Und dann haben die das gesehen und so ist man halt, so sind die drin eingekommen. Und dann, wenn ein Sohn geboren wurde, ja, da hat der Vater ein Feuerwehrauto gekriegt für den Sohn. So sind die halt auch jedes Jahr mitgegangen und haben gesehen, was läuft und sind auch zur Feuerwehr gegangen. Ihr Vater hat gesagt, dass ich früher auch schon Feuerwehrautos bekommen habe und gern damit gespielt habe. Das ist vollkommen richtig. Ich habe mir das gern immer zum Geburtstag gewünscht und zu Weihnachten. Und habe ich dann auch meistens eins gekriegt. Und ich habe da so einen richtig schönen Feuerfuhrpark zusammen gehabt. Und es hat immer Spaß gemacht zum Spielen. Das ist jetzt kaputt, das geht gar nicht mehr. Die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen. Seit über 150 Jahren im Einsatz, auch für den Fotografen. Die älteste Bürgerinitiative. Brandbekämpfung war früher viel Handarbeit, unter schwierigen Bedingungen. Nicht immer gab es genügend Wasser, dafür aber spritzige Ideen. Wenn es genug hat Wasser, gell, oder man hat einen Bach kennen oder so, da man genug Wasser gehabt hat. Aber ich war einmal dabei. Und da haben sie mit Gülle gelöscht. Ja, da hat ein bisschen. Ja, in Reitwangen war das. Ja. Das war hoffentlich, wo ein Stall gebrannt hat und nichts anderes, oder? Ja, Wohnhaus, ein Wohnhaus. Es war Opa Müller, der Vater von Walter, der die Tradition der Feuerwehrfamilie begründete. Löschen, retten, helfen. In Nürtingen mangelt es nicht an Nachwuchs. Und die Enkel sind schon die vierte Generation der Müllerwehr. Ist das Fahrzeug jetzt völlig anders als die jetzigen? Ja, auf jeden Fall ist es nicht so sicher wie die heutigen, weil das ist schon ein bisschen gefährlicher mit den dritten. Wie ist das als Müller in der Tradition der Müllers bei der Feuerwehr? Wie soll es sein? Ist, ja. Waren alle schon bei der Feuerwehr, vom Uropa bis zu mir. Und ja, ist halt dabei geblieben. Hoffen wir auch, dass es weiterhin so bleibt. Wie war das als Kind hier? Du kennst es hier, oder? Ja, ich habe da oben gewohnt. Das war mein altes Kinderzimmer. Ja, genau.
Und ja, das war schon, das Feuerwehrhaus war schon mein Spielplatz als Kind. Und hab's immer mitgekriegt, wie die Leute dann nachts kommen sind und ausgekriegt sind, bin ich am Küchenfenster oben gestanden, hab zuguckt. Aber schon schön, so als Kind. Wir machen hier die Türe auf mit hydraulischem Rettungsgerät und machen den Zugang für die Verletztenversorgung frei. Notarzt, Zugang ist offen zum Verletzten. Ralf, gleich nach dem Airbag, oder? So machen. Versuche einmal hin rein, Kopfstabilisation. Die Erstversorgung läuft. Doch dafür hat Ralf Müller keine Zeit. Das Auto muss ganz auf. Das ist sein Job. Jetzt sehe ich das. Was geht dann da durch den Kopf, wenn man da hin zum Verletzten kommt? Kann so sein? Gar nichts. Da geht nichts durch den Kopf. Das arbeitet. Funktioniert. Auftrag, Ziel. Knochenarbeit. Und oben ein. Komm, der Helm ist durchgezogen. Haben Sie denn schon mal einen Toten miterlebt? Natürlich. Zweimal. Es kommt nicht ganz so oft vor, wir kommen immer drauf an. Wie schnell man am Eis hat sich. Gut, man denkt an nichts Besonderes. Fährt dann aus zum Einsatz. Und dann war schon jede Menge Menschen und Material da. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Hubschrauber. Und dann wird einem erst bewusst, was da eigentlich passiert sein könnte, dass es wirklich schlimm ist. Weil ich gerade mal anderthalb Jahre bei der aktiven Wehr. Es war so mein erster Unfall, schwerwiegend und dementsprechend mein erster mit tödlicher Beteiligung, mit einem Tode. Dann laufe ich durch den Einsatzbereich hin, bis dahin, wo der Tode liegt. Und in dem Moment kommt auch schon der Zinksarg nebendrin, wird abgelegt. Dann sehe ich den Toten liegen, äußerlich völlig unversehrt. Man sieht kein Blut, nichts. Er liegt da mit offenen Augen und dann wird er hochgenommen an Armen und Beinen. Und dann sehe ich sein Gesicht direkt, wie er so ja, fast zu mir rüberschaut. Wird er reingelegt und in dem Moment, wo sie ihn hochnehmen, sieht man, dass alles, jeder Knochen gebrochen ist. Kein Gelenk funktioniert mehr so. Ist nur noch an der Haut zusammengehalten, der ganze Körper. Ich weiß, ich kann vorne mitarbeiten, es macht mir nicht so viel aus. Ich kann meine Scheuklappen benutzen, meinen Tunnelblick, und die anderen können das nicht so besonders gut. Für die gibt es Arbeit weiter hinten. Der Verletzte muss aus dem Auto raus, das Dach muss weg. Brachial die Gewalt moderner Technik. Und dann doch auch wieder, wie früher, die reine Muskelkraft. Teamarbeit. Nebenan die Kollegen mit schwerem Schaum auf die Tankstelle. Nicht, dass da noch was passiert. Sicher ist sicher. Wie sieht denn das jetzt mit dieser Tankstelle aus? Ist die noch zu gebrauchen nach dem Einsatz? Ja, ich denke schon. Die wird abgereinigt und dann muss die Wartungsfirma kommen und das alles überprüfen. Und dann können wir die sicherlich wieder benutzen. 1, 2, 3. Ja, weitere Lagemeldung. Person gerettet, befreit und an Rettungsdienst übergeben. Kommen.